Hallo allerseits, hier ist Stricky bei Night Trap. Ich habe mal wieder was Altes ausgegraben. Ein legendäres FMV, also Full Movie Video Game, ist glaube ich 92 zuerst erschienen. Also praktisch mit dem Beginn des CD-ROM-Zeitalters, kann man sagen, sind diese Spiele entstanden. Und wir können ja mal ein Spielchen anfangen. Gruselig geht's los. Mal den Cursor ein Stück rüber. Night Trap. Und da haben wir schon das viel zu helle Kunstblut. Fließt aus dem A. Oh Gott, die Wand hat ihm gar keine Wahl gelassen. Traps. Probably security. What? We suspect they're using the winery house as a cover, and they're getting anyone who stumbles onto their scheme, whatever. Na, da kann ich noch einen Schluck Kaffee trinken. This is Kelly. A kid. Come on, isn't she a little young? She's young. She's one of our best. She'll also be working inside. And remember, no one goes in until we get the signal from her. I want to know more about these traps. Yeah. That's one thing we've got going for us. What's that? One of our guys put an override on the camera cable unit here, in the back hallway. Which means? Which means we have complete control of the cameras and the traps. But who operates that? They do. And who's that? I'm not exactly certain. Special operators from control. But we gotta work together on this one. Die meinen mich? Any questions? It's rock and roll. Ja. Be careful out there, huh? Ich wusste gar nicht, dass Tom Selleck so lange Haare hatte. Keep your eyes open. We're all depending on you, especially Kelly. She should be there now. I'll switch you over. Oh Gott, jetzt geht's los hier. Good luck. Ich habe die Falle aktiviert. Ja, man muss hier praktisch so umherschalten. Ah. Ganz schön was los hier. Ja, laufen halt viele so Viecher rum, so böse. Was auch immer die für eine Funktion haben. Soll wohl was Vampir-ähnliches sein. Ich glaube, Ghoulos oder so ähnlich heißen die. Und ich muss dann immer wieder Fallen aktivieren, wenn ich die hier so erwisch. Und ja. Was soll ich sagen, ne? Weg ist er. Und ja, warum ich das hier vorher schon so ein bisschen weiß, wo die kommen, ist ganz einfach. Ich habe es mir jetzt mal, nachdem ich vorhin schon mehrfach versagt habe,
Habe ich mir jetzt mal angeguckt, wann, wo, was erscheint oder was man überhaupt machen muss. Achso, falsch. Sarah's coming in with six more tonight. Six? Yep. The problem is, Sheila and I might have to make a delivery. That's no problem. Tony and I can handle it. I'm not so sure. These have to go too. Ist praktisch eine böse Familie und da kommt dann nachher ein paar Teenies, was sonst. Und bei den Teenies ist natürlich die von uns eingeschleuste Kelly mit drin. Ne? Und ja, wir müssen die dann beschützen, die Teenies. Forget about the poor augurs. You and your charity work is beginning to be much too much. Come, let's visit the girls. Ich verstehe auch nicht, warum die dann immer mal kommen und mal nicht kommen. Aber das wird schon seinen Sinn haben, ne? Da ist er, da ist er. Hier unten ist praktisch so ein Sensor. Wenn das rot ist, kann ich die Falle aktivieren. Oh, hier. Oh, 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 das Bett, das Bett. Da war einer auf dem Dach. Weiß doch nicht, was das für eine komische Waffe ist, die dann immer zuklappt oder auch nicht. Also sehr seltsam alles. Weg ist er. Jetzt müssen wir ins Bad. Oh ja. Und noch einer. So, jetzt Living Room. Ich habe mir das nämlich mal besorgt, wo was ist, dass ich hier ein bisschen weiterkomme und nicht schon nach ein paar Minuten abgekackt habe. Man ist nämlich geneigt, hier der Handlung zu folgen und die Gespräche anzuhören. Aber vergiss dann, dass hier wir eigentlich einen anderen Auftrag haben, ne? So, ich brauche auch gar nicht wegschalten, da kommen nämlich schon wieder welche. Ich weiß auch nicht, wo die Fallen dann alle hinführen. Oh, das hat jetzt nicht funktioniert. Warum auch immer. So, und hier sieht man so einen Farbcode, der ändert sich später oder wird geändert von der bösen Familie. Das ist praktisch denen ihre Alarmanlage oder wie auch immer. Jo, jetzt ging's. Vielleicht spackt auch meine Maus so ein bisschen. 36 Driveway habe ich verpasst. Na, der ging gar nicht. Okay, jetzt habe ich selber den Faden ein bisschen verloren. Und ich weiß jetzt nicht, welcher Code hier angenommen wurde, ne? Ich probiere jetzt gelb, ich habe aber keine Ahnung, ob das richtig ist. Auch verpasst. 50 Hall 2 upstairs. Das schauen wir euch mal die Party zu. Hier kann ich nichts machen? Nö.
Nee, manchmal kann man auch nichts machen. Aber da soll jetzt... Aha. Oh nein. Der war weg. Gucken noch mal den Hupfdohlen zu. Oh, die hat sich aber eng und wenig angezogen. Die zeigt, was sie nicht hat. Aber wir haben keine Zeit für junge Menschen. Wir wollen hier... Did it. Der ist weg. Driveway, also die Einfahrt oder wie auch immer. Oh, jetzt kommt hier schon wieder einer. Es geht dann wirklich Schlag auf Schlag und man muss möglichst viele fangen, um hier echt voranzukommen. Ja, auch euch habe ich. Also interessante Geschichte ist das auf jeden Fall. Jetzt geht's wieder ins Schlafzimmer. hin her. Bis es kapiert. Oh, ein Zweier im Bett. Jetzt hört mal zu. Die beiden gehören zur bösen Familie. Okay. Code Change of Yellow, ja, schön. Habe ich ja drauf, Yellow, okay. So, den haben wir auch. Gucken wir erstmal den Weibern zu. Also die gehört auch zu den Bösen und das ist unsere eingeschleuste Kelly. Die hat auch nicht so viel an. Scheint da recht warm zu sein in der Buchte. Da kann man nichts machen. Das sind schon die ersten von unserer Einsatztruppe. Hier können wir mal gucken. Die hat uns zugezwinkert. Habt ihr das gesehen? Oh, schön, ich freue mich. Oh. Keine Zeit für die Menschen. Tut mir leid. 18, ja doch, wir haben noch Zeit. Gott, ist die aufgedreht. What's going on? Okay, I'll be down in a bit. Oh, böser. Oh. So, mein Freundchen. Kommt noch einer. Nicht doch der arme Junge. Oh Gott, und die quietschige Teenager-Stimme. Da sind sie wieder, die ganzen Schicksen.
Und ja, du, lass mal den roten Saft weg. Was das wohl für roter Saft war. Wir gehen hier hin, das ist mir, ja. Da kommen sie. Hinter dir. Aber hör nicht auf. Schöne Wäschebox hier so. Oh Gott, oh Gott. Die Arme. Schade, ich habe mich gerade so mit der verstanden. So, jetzt geht's gleich hier weiter. Zufällig. Jetzt kommt hier gleich so ein Gespräch, wo die den Code wieder ändern. Da kann ich schnell mal hier. So, jetzt bleiben wir gleich mal hier drauf. Jetzt kommt wieder gleich so ein Gespräch von denen und die ändern den Code schon wieder. Das. Maybe Tony has seen Augs. Gotcha. I'd feel better if we switch the code again to orange. We don't want anyone else to get control. Okay, Orange. Das ist halt das Einzige, was das Spiel so ein bisschen noch auf Zack hält. Dieses Code ändern, ne? Things are getting really weird around. Oh ja. So, und jetzt passt mal auf, das habe ich vorhin schon mal gespielt. Patsch, High Five, total geil. Die Bösewichte, böse Vampir, Auger, was weiß ich. Und dann Patsch, High Five, total geil. Ich kann ja nur feiern hier. Oh, 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 oh. Aber der hat irgendeine Pistole da gefunden hier. Na? So, jetzt müssen wir. So, und jetzt habe ich nachgelesen. Also hier, der Sensor war auf Rot. Ich hätte den fangen können. Aber das soll man irgendwie nicht machen. Warum auch immer. Alter, da kommt doch noch mehr. Ah, scheiße, den habe ich verpasst. Verdammte Ack. Oh. Das sind, was weiß ich, was die mit dem Dingern machen, ne? Ich kann auch nicht wechseln. Ah, okay. Das war nicht gut. So, weiter geht's. Reach frei. Ich glaube, da war ein Checkpoint vorhin. 1351. Jo. Living Room.
Okay. Jetzt kommt der Code-Change nochmal. Let's go down to the control room. Maybe Tony has seen Ox. Gotcha. I'd feel better if we switched the code again to red. We don't want anyone else to get control. Mhm. Listen, things are getting really weird around here. Keep your eyes open and watch out for the other girls. Da war einer. I'll be right back. Ja. Jetzt kommt wieder die High-Five-Szene. Yeah! Bro! Jetzt geht's hier weiter. Jetzt kommt die Szene nochmal, wo der schießt. Wow! Ich hab jetzt vergessen, ich depp. Ich hab's einfach vergessen. Ich war so in der Handlung drin. So, wie gesagt, der gehört zu uns, den dürfen wir nicht fangen, aber den nächsten dürfen wir nicht vergessen, sonst haben wir wieder verkackt, ne? Zerbröselt. Aber jetzt geht's ja weiter, das weiß ich noch. Jawohl. Okay, und dadurch hat er die Chance jetzt abzuhauen, ne? Ja doch. Was sind da so viele hier? Geht hier echt ab. Oh, hier müssen wir aber mal kurz gucken. Oh, hey. So. Ah, verdammt, ich habe jetzt... Scheiße. Jetzt heißt es versaut. Wie saugen ihr das Leben raus mit diesen speziellen... What were you thinking? You were hired to protect those girls and to just let Ashley die. You are fired. Breaking contact. Ja, ja, das hat er mich rausgeschmissen, deswegen. Also nochmal, jetzt muss ich mich echt konzentrieren hier. Aber es wird schwer, weil das geht eigentlich nur so zack, 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 ne? Okay, retry nochmal. Hm. So, da bleiben wir gleich hier im Living Room. Kommt gleich die Filmszene, wo die den Code changen, ne? Also den Farbcode verändern. So, wir müssen hier hoch. Hallo Kelly. Da. Ja, sie hat's auch gemerkt. Ja, jetzt kommt wieder Team High Five. Yo, Tag Team Bro. Das ist total geil.
geht's hier weiter. Nochmal, wo er den zerschießt. Ach, Mensch. Die habe ich ja eben verpasst, ich Depp, gell? Schöner Teppich. So, haben wir das auch geschafft. Jetzt haben wir ein bisschen Zeit, es kommt ja wieder die... So, jetzt geht's hier gleich weiter. Da habe ich ja auch schon mal verkackt, ne? Der wird zerbröselt und jetzt geht's aber weiter. Jetzt kommt ja noch einer und wir müssen dem Jungen zur Flucht verhelfen. Schöne Stimme. Hier draußen ist einer von unserer Spezialeinheit. Ich sehe es gerade schlecht, fürs Fenster blendet, aber der wird auch hier, ja, hat nicht so eine tragende Rolle, ne? Das geht ja wie das Brezelbacken, jetzt kommt da schon wieder die nächsten. Das ist wichtig, wenn ich den jetzt versau, ist das Game Over. Ich kann gar nicht richtig hingucken, ich gucke nur auf den Sensor. Jawohl. Brezel backen, echt. Die waren aber schnell nacheinander hier. Junge, ist das aufregend. Da fällt er über das Sofa. Kelly, was geht hier ab? So, das ist knifflig. Weiter. Yeah! Jetzt bin ich motiviert. Also. So, jetzt müssen wir. Wohin? Entryway. Tony, I don't understand. This is crazy.
Guckt mich doch nicht immer so an, also. Jawohl, Tony, das war's. So, jetzt im Living Room. Na? Da. Ist halt schwierig, entweder man gewinnt das Ding und zieht das so durch, oder man schaut auf die Handlung, also... So, da geht's gleich weiter. Bedroom, Was, mein Team? Kelly, oh! What is the meaning of this? Please, that won't be necessary. Who are you? Gott. Tag Team, jawohl, High Five. Why don't we all go into the living room and get comfortable? Will you just take it nice and easy, folks? Cause it's not. Also ich mach mal hier drauf, weil da kommt jetzt jemand, gell? Ja, schön leise, schleicht euch, schlacht doch. Oh, doppelt aufs Bett. Ich mach mal gleich auf den Driveway, da kommen die Nächsten. Dann in die Küche. Schön abgewaschen worden, ne? Dit. Jetzt hier oben. So. Das müsste hier eigentlich auch, jawohl. Der Bart, geil. Ich gehe mal hier hoch, weil da muss ich gleich wieder welche fangen. So, jetzt müssen wir wieder hier runter gehen. Geht's auch gleich weiter. So, jetzt gehen wir aber ins Wohnzimmer. Und da habe ich gelesen, ich soll ja nicht den einen fangen. Warum auch immer. So. Jetzt geht's hier gleich weiter. Ach nee, andere Musik. Bim, 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 bim. So, jetzt müsste hier auch wieder. So, hier haben wir ein paar Sekunden. Hier geht's halt also ab. Oh, und das ist halt fatal. Du darfst da nicht gucken, weil du eigentlich hier sein musst. Und dann müssen wir direkt zum Bedroom switchen. Die alte Wecke. Haha, tschüss. Da ist er fort. Yeah. Danke, Kelly. Die Kelly hat's drauf. Die motiviert mich übelst.
Ich lache hier als Letzter, du Kleiner. Jetzt geht's hier nochmal weiter. Yeah. Oh, Kelly. Wirkt auch sympathisch, wenn sie so rennt, ne? Ich lach zuletzt, du Kleine. Oh. Dankeschön, Kelly. Och. Ach, lauf doch noch ein bisschen. Ach. Geil, jetzt kommt der Abspann. Dana, Plato, war Kelly. Also, das Spiel an sich, muss ich sagen, finde ich cool. Also, tut mir leid, ich finde das einfach cool. Das ist so schlecht. Ja, was soll... Zugeben muss ich, das habt ihr jetzt garantiert gemerkt, dass ich mir hier eine Liste gemacht habe. Es gibt so Playthrough-Listen, wann du wen wo fangen musst und wann wo welche Farbe angewandt werden muss, um die Fallen zu aktivieren. Wobei, du musst trotzdem aufpassen, weil die Farben sind nicht fest, das wechselt immer mal. Ja, ich hätte einerseits mehr von der Handlung zeigen können. My Trap. La 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 la. Geil, sogar ein eigener Soundtrack. Na, na, ich mach's mal ein bisschen leiser, so. Ja, was wollte ich sagen? Ich hätte einerseits mehr von der Handlung zeigen können und hätte aber das Spiel nicht die Bohne geschafft, ne? Da wäre ich nicht weit gekommen. Also man kann entweder macht man die Handlung oder man zieht durch und fängt die Viecher. Weil wenn du nicht genug Viecher fängst, ist das Ding ja auch gleich beendet. Und dann gibt es so ein paar Stellen, wenn du an dieser Stelle das Vieh, den Gegner nicht fängst oder mit der Falle vernichtest, wenn du das da nicht schaffst, ist das Spiel auch durch. Ne? Es gibt einen Punkt, so knapp über der Hälfte vom Spiel, das ist wie so ein Checkpoint. Habt ihr ja gesehen. Aber jetzt kommen nochmal die ganzen Fallen hier. Ah, cool. Woo. Night Trap. Und wisst ihr was? Es gibt ein Nachfolgergame und das spiele ich demnächst auch. Also ein Riesenspaß. Hammer. Es tut mir leid, wenn ich nicht ganz so wortgewandt war jetzt bei dem Spiel. Aber ja, es hat mir riesigen Spaß gemacht, muss ich zugeben. Ist natürlich was anderes als moderne Games. Aber super. Night Trap. Ihr seht, 2017, da ist das nochmal neu aufgelegt worden zum 25-jährigen Geburtstag. Gibt's bei Steam. Night Trap. Woo. Also, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Euer Striggi. Noch so ganz nebenbei, das ist so ein Endgame-Bildschirm, wusste ich gar nicht. Also, congratulations, you have completed Night Trap. 92 von 100 habe ich geschafft. Das ist doch gut. Das ist super.